Ja, ihr Lieben, einen wundervollen, wunderschönen guten Morgen. Ich muss ja da leider doch noch ein bisschen weitermachen. Ich hatte gestern irgendwie Probleme gehabt mit den Aufnehmen, mit dem Hochladen der Filme. Irgendwie ist eins von zwei, zwei von zwei, zwei von. Ich habe das jetzt auch wieder umgeändert. Sorry dafür. Ja, also muss unbedingt nochmal darauf reagieren. Und zwar, wer die AfD wählt und nimmt halt diese Christen sind falsche Christen, halbe Christen, die werden in die Hölle gehen, entweder Jesus ganz oder gar nicht. Ist, was die AfD anbietet, christlich oder nicht christlich? Wir lernen ja im Alten Testament, lernt uns ja der Gott, wie wir vorgehen sollen in der Welt. Ja, in diesen ganzen Geschichten. Lernt er uns doch, ja, wie wir vorgehen sollen. Wollt ihr Christen mir sagen, ihr hättet in der Zeit von König Salomon, König David gelebt und sagen, ich nehme ihn nicht an, das ist nur ein Mensch. Ich nehme ihn nicht an, das ist nur ein Mensch, ich vertraue nur auf Gott. Das waren Könige von Gott, ja, von Gott erwählt, ihr Lieben. König David war ein Schlechter, ja. Wie Saulus, ja, war ein Schlechter. Und sie wurden von Gott persönlich, wie Saulus von Jesus, persönlich erwählt. Ja. Wie könnt ihr sagen, dass Menschen, die christliche Hintergründe haben, jetzt in die Politik gehen, weil nämlich das Böse in der Politik, ja, ausnutzt, dass wir Christen nämlich nichts tun, ja? Könnt ihr sagen, dass die Menschen, die jetzt auf das Christentum und auf das Judentum aufpassen wollen in Europa, sagen, dass diese Leute falsch sind? Wie ist das möglich? Ja? Wenn wir doch im Alten Testament lernen, ja, König Salomon, König David, die ganzen Könige, ja, was seid ihr eigentlich für Christen? Hättet ihr damals diese Könige alle abgelehnt, die von Gott selbst gekommen sind? Seht ihr? Ihr sagt, dass Gott alles macht. Ihr sagt, lehnt euch zurück, Gott macht schon alles. Dann kommt vielleicht ein König, ja, aber den nehmt ihr nicht an, denn Gott macht schon alles. Sag mal, wie beschränkt die Aussage ist schon, ja, richtig. Die Aussage ist richtig, Gott schon macht schon alles. Aber dann ist eure Aussage, euer Verständnis in eurer eigenen Aussage, euer Verständnis selbst ist dann so beschränkt, eure eigene Aussage gar nicht zu verstehen, denn sie ist ja richtig. Gott macht schon alles. Gott hat Könige wie Salomon, David und so weiter geschickt. Ja, Propheten, ja, er war eingegeben in diese ganzen Menschen. Und jetzt kommen da Menschen, die das Christentum und das Judentum verteidigen wollen, die geistlichen Mongoloiden fernhalten wollen von uns, was ja absolut biblisch ist. Ja, in der Bibel steht Altes Testament, ja, lasst die Leute rein. Lasst die Leute rein, die hilfsbedürftig sind, aber beide sollen dasselbe Gesetz annehmen. Ja, das zählte doch nur von den Juden, das zählte doch nur bei den Juden. Oh mein Gott, wir sind doch heute die Erben. Hallo, aufwachen. Unfassbar. Sind wir Christen, haben wir mit Christen, mit den Juden nichts mehr zu tun? Sind wir nicht die Kinder Gottes? Sind wir nicht die Erben? Die alles annehmen, was die alles annehmen, Altes Testament und Neues Testament. Leute, ich kann das echt nicht mehr glauben. So. Die AfD sagt ja nicht Nein zur Zuwanderung. Okay? Würde die das sagen, würde ich ja nicht für die AfD sein. Sie sagt ja nicht Nein, sie sagt nur Grenzen hoch, ja? Jerusalem. Mauern drumherum, Jerusalem, Mauern drumherum, und da sagt keiner, ja, dass das falsch ist, ja? Europa keine Grenzen drumherum. Jerusalem ja, aber Europa nicht, weil die Juden, die nicht an Jesus angenommen werden, die werden sowieso in die Hölle gehen, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Aber dürfen eine Mauer drumherum bauen. Sagt kein Christ was. Aber in Europa, ja? Die Christen, die alle in den Himmel gehen, die Christen, wir gehen alle in den Himmel, weil wir sind Christen, wir haben den Sohn angenommen, wir dürfen keine Mauern bauen, wir dürfen uns nicht schützen. Leute, hört auf mit euren Schwachsinn, okay? Es reicht. Ja?
Die AfD sagt ja zur Zuwanderung, aber gucken, wer da reinkommt. Also eine überwachte, also was ist überwacht, ist eine kontrollierte, Entschuldigung, eine kontrollierte Einwanderung, was ja absolut recht ist, was ja auch Israel macht. Ja? Schaut euch mal Israel an. Wer da neu reinkommt, der muss sogar in eine Schleuse rein. Ja? Die müssen erstmal durch eine Schleuse, die müssen durch unzählige Militär- und Polizeikontrollen, ja, und gucken da, zeig mal Dokumentation, zeig mal dies, zeig mal das, wer kommt denn da hier überhaupt rein? Gesetz Gottes. Und wer reinkommt, muss dasselbe Gesetz annehmen. Jerusalem ist sogar so tolerant, dass sie selbst Muslime in den Parlamenten haben. Ja, nichts rassistisch. Und das ist auch, was die AfD vorhat. Ja, so wie es die Juden machen, wie es die Bibel sagt. Ja, ihr Lieben. So, die AfD, ja, sagt, ja, trink mal bei Good Boy. So, die AfD sagt, dass sie den Hilfsbedürftigen in den Ländern hilft. Damit werden viel mehr Menschen geholfen, ja, viel mehr. Die Menschen kommen gerade nach Europa und sterben massenweise, was heißt gerade schon seit 40, 50 Jahren, ja. Und sterben schon seit 40, 50 Jahren, ja. In unseren Meeren, ja. Wenn wir den Menschen in den näheren Ländern helfen, ja, und sie nicht zu uns holen, helfen wir viel mehr, schützen uns mehr, ja. Ist das christlich? Ist das laut altem Gesetz? Ist das laut Alten Testament richtig? Ja. Steht nichts in der Bibel, dass wir Geld mit Flugzeugen rüberschicken müssen in andere Länder. Steht nichts davon. Steht, wir sollen Hilfsbedürftigen helfen, Gutes tun. Ja, tut Gutes. Ja. So. Tut die AfD Gutes, wie es in der Bibel steht? Geld zu transferieren zu den armen Ländern, wenn sie an der Macht bekommen. Ist das biblisch? Ja. Tut Gutes. So, ihr Lieben, ihr Superchristen. Wisst ihr, mit Imponiergehabe und lauter Stimme und Aggressivität seine Meinung versuchen durchzusetzen, ja? Das könnt ihr bei Muslimen machen, das könnt ihr bei Atheisten machen, ja? Das könnt ihr bei was weiß ich wem machen, bei einem Außerirdischen und bei einem Dämon, ja? Aber so reden Christen nicht mit Christen, ist das klar, ja? Ich ermahne euch jetzt hier, hört auf mit gegen Christen die Stimme zu erheben. Man kann mal wütend sein, man kann mal zornig sein, ja, okay. Aber hört auf, Leuten zu sagen, dass sie in die Hölle gehen, ja, einen anderen Christen zu sagen, du gehst in die Hölle, ja. Weil wer den Vater und den Sohn annimmt, ja, was ist das hier, das Ganze? Was ist das hier, das Ganze? Ihr geht gegen MCM. Ihr nennt die ihre Lehrer, ihr geht gegen Nature, nennt ihn ihre Lehrer. Die genauso wie auch wir, ja, gegen Satan vorgehen, Jesus lehren, sagen, das Gesetz zählt. Und Nature und MCM sagt ganz klar, MCM sagt ganz klar, dass das Gesetz dich nicht in den Himmel bringt. Aber es zählt. Was ist denn das Gesetz? Ihr konntet dann immer mit diesem Gesetz von den Juden, ja, das ist ja richtig. Es gibt Gesetze, die wirklich nur für die Juden waren, das stimmt. Aber wir reden hier von einem Gesetz, das wir durch die Liebe erkennen, dass die Sünde ist. Wir erkennen durch das Gesetz, was Sünde ist. Gesetz ist die Definition der Sünde. Wir reden von diesem Gesetz. Dieses Gesetz zählt. Wir reden nicht von dem Gesetz, was nur für die Juden gegolten hat. Das ist doch ganz klar, ja?
Aber wenn Gott sagt, haltet meinen Sabbat, und wir, ja, sein Erbe antreten wollen, und Gott sagt, haltet meinen Sabbat, ehrt mich mindestens einen Tag die Woche, und wir sagen, nee, brauchen wir nicht? Tja, wir brauchen gar nichts tun. Zugucken, gegen den Islam hetzen, ja, gegen den Islam hetzen, aber selbst nichts tun. Ein bisschen auf der Straße herumlaufen, ein paar Christen konvertieren oder ein paar Atheisten zu Christentum konvertieren, ein paar Moslems investieren, konvertieren. Das ist das Christentum. Das Christentum ist das Christentum nicht nur zu verbreiten, sondern auch das Christentum zu schützen, zu bewahren. Lehren wir im Alten Testament. Mischt euch nicht unter ihnen, denn sie werden sich eures, denn sie werden sich ihres auf euch auf. Also mischt euch nicht unter ihnen, denn sie werden ihres euch aufdringen, sagt Gott. Und wir sollen nichts tun. Die AfD sagt, die weiß genau, was sie da tut. Sie weiß genau, sie werden sich unter uns mischen, sich ihres uns aufdringen. Und sie wollen das verhindern. Und die AfD geht genau nach Gottes Plan. Gott sagt genau, dass wir das nicht tun sollen. Diese Menschen nicht zu uns reinlassen sollen, wenn sie nicht dasselbe Gesetz annehmen. Hilft den Hilfsbedürftigen, öffnet ihnen das Tor, doch beide sollen dasselbe Gesetz annehmen. Ja, welches? Das Scharia-Gesetz oder was? Ihr Superchristen. Es tut mir leid, ich kann das nicht mehr ertragen. Wenn die AfD, liebe Christen, ja, wenn die AfD nicht einhält, was sie gesagt hat, ja, im Moment verspricht sie ja das, konform mit der Bibel ist. Es ist ja konform mit der Bibel. Versteht ihr das? Man muss immer gucken, ist das konform mit der Bibel? Ja? Sie werden verhindern, dass die Menschen in unseren Meeren sterben. Sie werden den Ländern in ihren Ländern, also den Armen in ihren Ländern helfen. Was, wo du für 1000 Euro, was weiß ich, ja, sag, einfach mal jetzt hier gesagt, für 1000 Euro kannst du dort 5 Leuten helfen und hier brauchst du 3000 Euro, um eine Familie zu helfen. Ja, Leute. Und das behaupte ich ja jetzt hier nicht einfach nur, sondern das ist, was sie behaupten. Okay, so. Und wenn wir gucken, guckt ihr überhaupt das Parlament? Guckt ihr überhaupt Parlament? Guckt ihr überhaupt, was AfD sagt? Guckt ihr überhaupt, was die da alles machen? Ist der Burner, was da abgeht? Wir sind nicht alle fehlerlos. Wir sind alle Sünder. Okay? Das schon mal vorneweg. Sie werden Fehler tun. Sie werden Fehler machen. Aber machen sie solche Fehler, wie wir das, was gerade an der Macht ist? Dass Satan, sein Trick war immer zu zeigen, dass er nicht existiert. Ja? Sein größter Trick war immer, den Menschen glauben zu machen, dass er nicht existiert. Jetzt ist er so hochmütig geworden, weil wir Christen uns nämlich von Satan so paralysiert lassen haben, dass Satan, ja, sich auf der ganzen Welt zeigt, mit einem Auge, Illuminati, bliblablub und hin und her. Durch die ganzen Künstler und alles Mögliche. Weil er genau weiß, es ist gar kein Widerstand mehr da. Jetzt sagt er, jetzt ruft er, schaut mal. Seht ihr diese ganzen Artisten, Künstler, Schauspieler, erfolgreichen Leute, die Mächtigen? Seht ihr, wie es stimmt, was ich ihnen versprochen habe, wie sie alles bekommen? Und jetzt in der Zeit der Trübsal, wo es den Menschen schlecht geht, wenig Geld bekommen, Mindestlohn, bliblablub. Kommt Satan und sagt, hier, nimm meine Hand und ich werde dir alles geben, wenn du mich doch nur anbetest. Jetzt offenbart er sich in der Zeit der Trübsal. Jetzt, wo wir Menschen schwach sind, ja, Angst haben, können wir unsere Kinder noch in 2 Jahren ernähren? Werde ich meinen Job behalten?
Oh Satan. Oh Satan. Ich bin am Überlegen, ob ich dich nicht doch annehme, um meine letzte Karte Jesus Christus sein wird. Kannst du so mit Gott spielen? Nein. Ziehst du jetzt Satan und ziehst du dann Jesus bewusst, bewusst, ja, bewusst mit dem Spiel, hast du keine Chance. Ihr Lieben, passt auf, was die Leute sagen. Passt auf. Ja? Vertraut nicht dem Mensch, denn wer dem Mensch vertraut, sei verflucht. Ja? Vertraut mir nicht. Nicht ein einziges Wort, aber auch nicht den anderen. Schaut, was die Menschen sagen und macht eure Prognosen anhand dem Vergleich zur Bibel, was diese Menschen sagen. Das ist, was ich euch sagen will. Ja? Das ist, was ich euch mitgeben will. Wir können alle ja unsere Meinung sagen über AfD und Politik und hin und her. Ja? Aber wenn ihr auf diese Superchristen hört, die nicht mal erkennen, dass diese Menschen für das Christentum und bibeltreu agieren wollen, ja? Natürlich müssen sie als Politik auch im Energiewesen, in der Industrie, Autoindustrie und so weiter. Als Politiker musst du dich ja da engagieren, weil dir keine andere Wahl bleibt. Ja, du musst ja das alles auch mitmachen. Aber ihr Hauptziel ist es im Geiste, das Christentum und das Judentum zu verteidigen und zu fördern, den Menschen nochmal in ihren Ländern zu helfen, was viel mehr Hilfe bringt. Ja? Unsere Sozialsysteme werden zerstört. Das ist doch, was Satan vorhat. Ja? Diese Menschen kommen hierher. Die Sozialsysteme können diese Menschen nicht mehr aufrechterhalten, diese vielen Menschen. Ja? Die Waage, es kommt viel zu wenig rein in die Sozialsysteme, ja? Um dieses ganze Sozialsystem, das wir haben, ja, aufrechtzuerhalten. Das heißt, es müssen andere Systeme her, beziehungsweise das Sozialsystem wird abgeschafft. Ja? Versteht ihr? Man will uns total. Hey, hey! Benaki, Shiva! Benaki! Ja? Benaki! Benaki! Das heißt, man will diese Sozialsysteme abschaffen, vernichten, kaputt machen, uns komplett verarmen. Ja? So, ihr Lieben, vamos para dentro. Ja? Para dentro, marcha para dentro. Man will uns. Marcha para dentro. Para dentro, marcha! Man will uns komplett. Man will uns komplett zerstören. Tut nichts, lasst die anderen Politiker an der Macht. Lasst die anderen Politiker an der Macht, die uns alle hier kaputt machen. Warum? Wisst ihr warum? Soll ich euch das sagen, was ich euch schon öfters gesagt habe? Weil diese Angsthasen, diese Egoisten, ja, die nämlich nicht die Liebe zum Nächsten haben, überhaupt keine Weitsichtig haben, ihr Horizont so klein ist, ihre Liebe so klein ist, ja, ihre Liebe, ja, nur egoistisch ist. Sie wollen, dass die Endzeit jetzt in ihrer Generation passiert. Sie wollen in den Himmel auferhoben werden. Sie wollen etwas Besonderes sein. Oh, ich wurde auferhoben. Ich muss den weltlichen Toten sterben. Ich kenne eure Geister. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid Egoisten. Ihr wollt den weltlichen Toten sterben. Ihr wollt, dass alles so passiert, wie es jetzt ist, damit Jesus jetzt kommt. Ja, er wird kommen. Das ist ja Prophetie, Prophezeit. Braucht ihr doch nicht zu erklären. Das wissen wir doch. Sag mal, glaubt ihr, wir Christen sind alle blöd oder was? Sie wollen, dass die Endzeit jetzt passiert. Sie wollen direkt aufgehoben werden in den Himmel. Natürlich, wer will das nicht? Das zu erleben, natürlich wäre das wunderschön. Ich will es aber nicht erleben. Denn wenn ich das erlebe, heißt es, dass nach mir Schluss ist. Nach mir kommt kein Christ mehr. Nach mir wird kein Bruder und keine Schwester mehr in den Himmelreich kommen. Nach mir noch mehr, ja, Geschwister und ja, im Himmel sehen. Versteht ihr?
Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Tut nichts, lass alles so passieren, lass alles so geschehen, Jesus macht schon alles. Sie sprechen aus Egoismus heraus. Ja? Und ich warne euch, Christen, ich warne euch. Passt auf, ja? Ihr müsst erkennen. Ein Christ zu sein, ist nicht nur Früchte bringen, ja? Also, das ist nämlich das. Nietzsche, ja, und MCM, ja, sie sagen euch, ihr müsst mehr einhalten, ja. Wenn wir das Gesetz, ja, die Richtlinien, ja, nennen wir es mal so, die Richtlinien Gottes annehmen und weiterleben. Die Richtlinien Gottes weiter annehmen, ja. Die Richtlinien Gottes, wie Israel das macht, ja, die haben eine Mauer mit Schleusen und hin und her und passen, ich sage nicht, dass das so extrem gemacht werden muss, aber die aufpassen, dass ihr Volk geschützt ist. Das ist eine Richtlinie Gottes, wo Gott uns sagt, wie wir vorgehen sollen. Ja? Versteht ihr? Wollt ihr mir sagen, Gott hat einfach uns hier in die Welt geschafft und hat keine Lösung von uns, für uns? Ja, er hat uns die ganzen Lösungen im Alten Testament geschrieben, wie wir vorgehen sollen, uns schützen können und was wir tun sollen. Ja, eben nicht nur einfach, lauft einfach nur rum. Ja. Die rumlaufen und die Menschen konvertieren und diese Völker dann konvertiert sind, diese Völker müssen sich dann schützen. Ihr seid einfach nur die Leute, die rumlaufen und Leute konvertieren. Ja. Aber die konvertiert worden sind, die Völker und standhaft sind, standhaft bleiben in ihrem Ort, müssen geschützt werden. Ja? So, ihr Lieben. Gut, das war's. Passt auf diese Leute, auf diese Egoisten, okay? Ihre Liebe reicht nicht weit. Sie wollen nicht, dass Jesus erst in 1000 Jahren kommt. Ja? Und noch viel mehr Menschen in den Himmel kommen. Sie wollen gar nicht. Sie wollen egoistisch in den Himmel auffahren.